Willkommen auf meinem Kanal, ich möchte dir heute hier diesen UAZ 3741 hier vorstellen. Der kostet hier 5001 Euro nur. Hier handelt es sich auch hier um einen schicken Oldtimer-Mod aus, also ein Ostblock. Ich finde den schon mal ganz gut hier aus und Leasing hier nur 255 Euro. Eine Höchstgeschwindigkeit ist hier eingetragen von 100 km/h. Er hat hier einen sehr großen Tank, 340 Liter. Er hat eine Leistung von 113 PS, entsprechend 83 kW. Wir haben hier die Möglichkeit, hier die Farbwahl, nicht Wale, gell? Also Spaß muss auch sein, Versprecher gibt es auch bei mir natürlich, kostenlos und das nur ausschließlich umsonst, muss ich auch noch dazu sagen. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch hier Breitreifen fürs Gelände. Wie wir sehen, ja, ich habe auch schließlich schon gekauft zweimal und das schauen wir uns jetzt da auch natürlich auch an. Ja, wie wir sehen, können wir hier alle Türen öffnen. Wir haben hinten auch hier so eine Kupplung, die werden wir dann testen hier nach HW80. So, wir tun hier mit der linken Maus die linke Tür zu, mit der rechten die rechte Tür zu. Und dann mit X natürlich hier den Rest natürlich. Ja, soundmäßig ist er ja echt cool, muss man sagen. Ja, wir haben unsere Quietschhupe ja auch. So, und dann machen wir hier unser Kupplungstest, weil das ja eigentlich hier ja für solche Sachen hier zum Anhängen. Wie wir ja sehen hier, funktioniert das Ganze hier relativ gut. Gut und passt auch. Wenn wir noch eigentlich noch eins draufsetzen, natürlich können wir ja hier uns einen Kugelkopf hier auch noch würdig testen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er nicht geht. Aber hier in LS ist ja nicht schließlich natürlich alles möglich. Kannst jetzt auch hier so einen riesen Hänger natürlich hinten ran. Ja. Fahren wir einfach hier mit denen mal auf unsere Hebebühne. So. Schauen uns das mal unten her an. So. Halten wir uns die Spinnlampe mal an. Da sehen wir jetzt hier, ist schon einiges hier unten drunter gemacht worden. Wir haben hier also ein allradgetriebenes Fahrzeug. Blattfedern haben wir auch. Lenkgestänge sollte hier auch da sein, wie man hier sieht. Und hier natürlich hinten auch mit Blattfedern. Also ich finde das schon mal, sieht schon mal echt cool natürlich unten drunter aus. Es ist auch ein älteres Modell. Das ist nicht das neueste. Gehen wir mal hier zurück. Rückfahrlicht schon mal funktioniert. Unser Quietschhupe natürlich auch. Wir machen jetzt dann natürlich noch eines. Wir fahren jetzt gleich hier mal durch den Schlamm durch. Fahren jetzt immer hier mal so drüber. Sehen wir hier, Federung funktioniert dann relativ ganz gut. Dann schauen wir uns natürlich das Wägelchen auch von innen an. Und hier durch den Schlamm lässt sich ganz gut hier durchfahren. Ja, kannst auch natürlich hier schön driften. Wird auch jetzt schön langsam schön Schmutz. Ja, also driften kannst du hier so und so ganz gut anschaut. Wir machen jetzt unseren Lichttest und dann schauen wir uns, wie gesagt, das Vehikel hier von innen her an. So, sehen wir jetzt hier. Lichter hier funktionieren. Nummertafelbeleuchtung hätten wir hier auch. Blinker funktioniert mit Schein auch. Super tolle Arbeit, muss ich wirklich sagen. Jetzt gehen wir noch her, schauen wir hier mit Numbit 5. Und wir sehen hier dazu schalten. Das wäre ein Licht. Dann haben wir hier vorne noch hier das normale Licht. Ich will dazu sagen. Weil, ja, wenn es so und so. Natürlich, jetzt hier innen drin. Jetzt hier auch alles schön animiert, muss ich dazu noch sagen. Hier Fernlicht. Und dann haben wir hier das Blendlicht.
soll das sein? Jetzt schon mal dran das Ganze. Und jetzt natürlich hier also wieder bei Tageslicht natürlich. Sind jetzt hier drin, Spiegeln hier sind vorhanden mit Funktion. Glaube ich kaum, weil ich kann nichts erkennen. Hinten drin haben wir alles hier mit der Teppiche ausgelegt. Wir haben hier hinten drin das Ganze. Natürlich kann ich hier natürlich da alles aufmachen mit X hier die Türen, die einen, die anderen natürlich mit der Maus natürlich innen. Ja. So. Leider halt gehen halt die Fenster halt auf. Schalthebel leider auch nicht animiert. Jetzt machen wir hier natürlich uns einen Speed-Test. Natürlich. So. Mal Vollgas. 60. 80. 100. Ups. Und der Rest zahlt natürlich hier die Versicherung. Bremslicht. Schon wieder. Da. Haben wir wieder Retour. So, finde jedenfalls, der Mod ist hier so gesehen nicht schlecht. Schauen wir uns natürlich die Lok hier an. Da sehen wir jetzt hier, die Lok hier ist fehlerfrei. Finde ich super doll natürlich, weil das ist ja nicht selbstverständlich. Ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du wieder reinschaust, einen Daumen nach oben da lässt. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Servus, grüß euch, euer Franz.